selbst getroffen. So, kommen wir zum Endboss. Hier ist unser Endboss. Anima. Dunkle Fessel, das ist AOE-Damage. Ach nee, Quatsch. Dunkle Fessel ist diese Mechanik, wo man jetzt hier gucken muss, wo diese Dinger setzen. Und dann wird da so, werden der zwei von vier Ecken abgesperrt. Was sage ich denn da? AOE-Damage. Das müsste der AOE-Damage sein. Das ist er nämlich auch. Jetzt sind rechts, es sind vier schwarze Löcher hier. Davon müssen wir uns jetzt so weit wie möglich trennen. Weil wir rangezogen werden. Und wenn wir es dann richtig machen, kriegen wir Damage. Aber wenn wir es falsch machen, kriegen wir richtig schön Damage, wie unser Tank hier. Grenzenloser Schmerz. Da gehen wir nämlich raus. Das ist ein, im Prinzip eine Attacke, die sich auf dem Boden ausbreitet. Das Schild gerade ist gegeben. Imperator. Auch eine ganz lustige Mechanik. Und zwar gehen wir jetzt nach unten. Wir kennen ja alle, die Anima kennen, kennen ja auch den zweiten Teil von Anima. Den unteren. Und jetzt kämpfen wir dort. Jetzt kämpfen wir im zweiten Teil von Anima. So, jetzt sehen wir hier rechts so AOE-Felder, da droppen jetzt gleich so Zähne hoch und denen müssen wir einfach ausweichen. So, jetzt kommen sie, die Laserkrallen, und dann rutschen wir einen hoch und dann, die schießt nämlich von beiden Seiten, die Seite, die zuerst da war, schießt auch zuerst. So, jetzt kriegen wir gleich eine Mechanik, wo uns was verfolgt. Ganz einfach weglaufen, das ist fünfmal. Das kennen wir auch aus der Welt der Dunkelheit. Da war ich einmal zu langsam. Dann haben wir hier die Klaue des Vergessens. Da sind halt so Klauen jetzt im Boden und dann ist das halt wieder diese Mechanik, die wir gerade schon hatten mit den Laserstrahlen. Aber die spielen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nämlich den unteren Teil von Anima beendet. Jetzt gibt es hier ein bisschen Damage. Ein bisschen ist gut. Den haben wir ja gleich neu gehabt. Und da sind wir wieder. Anima verzehrt die Seelen. Guten Hunger. Deswegen spielen wir wieder grenzlosen Schmerz. Raus da. Wir werden übrigens reingesogen. So, Pater Paris. Das ist einfach nur so Damage, der in eine Richtung schießt. Die dunklen Fesseln, das sind jetzt wieder diese Fesseln, die wir vorhin hatten. Davon droppen wieder ein paar. Wir können das übrigens daran erkennen, wo keine Fessel hier in der Ecke ist. Wir sehen ja, hier ist keine, aber hier ist eine. Daran erkennen wir, welches Feld denn jetzt befallen ist. Ich habe mich jetzt nicht umgesehen. Sondern halt einfach nur daran orientiert. So, da wird gleich genug brechen. Da ist schon wieder gebrochen. Jetzt
Jetzt warten wir kurz und gehen dann mit unserem wieder weg. Oder wir beenden das Spielchen auch einfach. Au. Das war diesmal nicht weit genug. Aber der Kampf ist ja auch vorbei. Hier kann übrigens der Begleiter Anima droppen. So, ich würde sagen, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.